Minecraft, willkommen zurück. Let's play Minecraft. Ja, abrupt aufgehört in der letzten Folge relativ rasch, weil mir die Zeit davon gelaufen ist. Ihr habt es wahrscheinlich gemerkt. Oh mein, sieht das cool aus. So, und wir werden jetzt weiter Mauern bauen. Oder, nee, kommt. Wir werden jetzt den Fliesen-Inspektor holen. Ja, unseren Fliesen-Inspektor. So. Da ist unser Fliesen-Inspektor. Der läuft auch gerade so ein bisschen geduckt. Ich weiß nicht warum. Der muss sich das hier noch ein bisschen angucken. Die Arbeiten von Tine Wittler. Der Fliesen-Inspektor. Hm, oh, ja, aha. Der Fliesen-Ingo. Ja, ich bin der Fliesen-Ingo. So, da wird der Fliesen-Ingo jetzt mal anfangen. Dip, dip, dip. Voll fröhlich, wie der läuft. Lalalalalala, mir geht's so gut. Mir geht's so gut. Was machst du denn da? Ingo? Was denn? Du sollst die Fliesen legen. Okay. Na gut, dann fangen wir mal an. Aber ja, so muss hier erstmal weg alles. So, also müssen wir jetzt natürlich erstmal alles hier wegräumen. Und das kann ein wenig dauern, würde ich jetzt mal behaupten. Weil wir müssen ja jetzt erstmal hier klar Schiff machen. Ich glaube, da könnte ich besser einen Bagger rufen. Kann das sein? Wäre da nicht besser, einen Bagger zu rufen? Mein Gott, nicht bauen, abbauen. Okay, das Licht schwebt in der Luft. Ich glaube, ich sollte mir da ein System... Oh. Ich glaube, ich sollte mir da ein System entwickeln, wie ich da am besten hier... Mein Gott, nicht bauen. Wie ich da am besten, wie ich das am besten wegmontiere hier alles. Nein, nicht die fertigen Fliesen. Ingo. Ingo, nicht die fertigen Fliesen wegmachen, weil sonst kriegst du Ärger mit mir. Wieso? Mach einfach, quassel nicht. So. Das wird ein bisschen dauern, das sehe ich jetzt schon. Das wird definitiv ein bisschen dauern. Aber egal, wir haben ja die Zeit. Wir können uns das ja erlauben. Oh. Was habe ich dir gesagt, Ingo? Ich kann nichts dafür. Mein Arm geht immer automatisch. Ingo, das machst du gleich fertig. Okay. Ja, wir müssen ja Ingo auch mal so ein bisschen näher den Weg weisen, weil sonst macht er hier, was der will. Ne, ihr seht's ja. Entschuldigung. So. Ja, liebe Freunde, ihr seht, wir haben genug zu tun hier in Minecraft. Das wird auf jeden Fall noch ein wenig dauern. Ich bin auch mal überlegen, ob ich nicht einfach mal so eine Überlebensfolge auch mal mache für euch. Ja, dass wir hier das ganze Projekt erstmal so ein wenig ruhen lassen. Was haben wir hier? Guck mal, ich habe hier Scheiße gebaut. Guck mal, ich habe hier totale Kacke gebaut. Siehst du? Und immer auf mich am Schimpfen. Ach, halt die Schnauze, Ingo. Dass ich einfach mal so eine Überlebensfolge mache, quasi wo ich ums Überleben kämpfen muss. Mitten in der Wildnis mit nichts und wieder nichts, ja, wo ich mir vielleicht mal eine Hütte baue oder so und ich ums Überleben kämpfen muss. Wäre vielleicht interessant, ob euch das interessieren würde. Leider habe ich da kein... ja, mit mehreren wäre natürlich lustiger, würde auch gehen, aber... Ich, Mann, geh doch an die Seite, du dämliche Kuh. Mann. Was machst du? Ich bin eine Kuh und mach Mu. Nein, es wäre natürlich cool, dann, von euch mal zu erfahren, ob ihr da Interesse habt oder nicht. Guck mal, da habe ich schon wieder Scheiße gebaut. Siehst du schon wieder? Halt die Schnauze. Nein, falsch. Falscher Stein. Falscher Stein, falscher Stein. Falscher Stein, von wegen falscher Stein. Ja, schon wieder Scheiße geworden. Jetzt kommen deine ganzen Dings wieder. Guck mal. Ja, ja. Komm mal zu da. Da muss keiner, darf keiner sehen hier. Sogar der Ingo nicht. Der Ingo Lenzen nicht. So. La 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 la. Nein. La 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 la. Da war schon wieder ein Fehler. Oh Mann, das kann ein wenig dauern. Ich denke mal, dass wir da einen... Ich denke mal, dass wir zwei Folgen mindestens da dran sein werden. Oh. 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 Oh.
dass wir da mindestens 2 Folgen dran sein werden. Mindestens. Nur allein diesen Boden wegzumachen. Aber ist mir egal. Ist mir egal, Karl. Ist mir egal, Karl. Bin ich ganz ehrlich, ist mir auch relativ... Oh, hoppala. Ist mir auch relativ Wurst. Wieso habe ich denn da auf Wiese gebaut? Ach ja, stimmt ja. Nee, ist schon eigentlich richtig. Ingo ist richtig. Wie ist richtig? Ist richtig. Kann doch gar nicht sein. Doch, ist richtig. Aber wir ja jetzt etwas tiefer bauen. Mein Gott, Ingo, du machst mich fertig. Wieso ich? Halt den Schnabel. Halt den Schnabel, mach deine Maloche. Okay. Entschuldigung. Ingo. Ja, wie gesagt, das könnt ihr mir mal, das könnt ihr mir mal, ist auch gut. Das könnt ihr mir mal ruhig mal sagen, ob ihr da Interesse habt, das mal zu sehen. Vielleicht kommen dann ein paar andere, die joinen dazu. Entschuldigung. Die hört ihr ja dann leider nicht. Ich hatte es ja mal ausprobiert gehabt. Leider funktioniert die Funktion mit den anderen kommunizieren zwar gut, aber im Let's Play wird es halt nicht sehr laut oder kommt es nicht sehr gut rüber. Da müsste ich, glaube ich, schon den Spielesound komplett runterdrehen auf 0, damit man die anderen hört, weil die relativ leise sind. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob das Headset zu leise von denen eingestellt ist oder halt... Huch! Oder halt, ob es am Spiel selber liegt, ob es das nicht möchte. Aufgenommen werden? Ich möchte nicht aufgenommen werden. Warum? Ist besser so. Können da gleich einen riesen Pool hier reinbauen. Oh ja, da habe ich eine tolle Idee. Aber ich weiß immer noch nicht, wo wir Wasser herbekommen. Das weiß ich immer noch nicht. Werden mir wahrscheinlich ein paar findige Zuschauer von euch sagen, wie ich Wasser hier reinbekomme. In so einer Nische oder so. Was? Und, ja, das würde mich mal interessieren, weil dann können wir vielleicht auch mal unser Wasserfall mal bauen. So. Huch. Oh. So, nein, kein Loch da reinbauen, einfach wegbuddeln. Genau, wir müssen ja ungefähr die Breite hinkriegen, damit wir es viel besser abbauen können nachher dann demnächst. Nachher demnächst, sag ich schon. Mein Gott, wie lange wir jetzt schon hier zugange sind, das ist der Wahnsinn. Also ich hoffe, es ist nicht zu euch oder für euch zu langweilig oder zu eintönig. Irgendwann mussten wir es ja machen, ne? Und wenn wir es heute nicht machen, dann hätten wir es vielleicht, ja, nächste Woche irgendwann gemacht. Also von so an, irgendwann müssten wir es machen, weil wir müssen ja hier einen tollen Boden reinkriegen. Wir müssen ja den Fliseninspektor rufen, der uns hier einen tollen Boden reinsetzt. Und ihr seht schon, hier rechts ist ja schon eine große Fläche abgearbeitet. Und so viel ist es jetzt ja auch nicht mehr, ja. Also jetzt stellt euch mal nicht so an, ja. Ich bemühe mich ja schon so schnell wie möglich, alles wegzuarbeiten. Ja. Vielleicht werden wir auch so hier einfach lang gehen, so rechts nach links immer. Das glaube ich am besten, ne. Ja, so ist, glaube ich, ganz cool. So können wir das mal machen. Ja, wunderbar. So kann man das sehr schön abbauen. Nicht, dass jetzt durch den Regen hier auf einmal Wasser reinläuft in die ganze Nische. Dann stehen wir nämlich da. Huch. Nein, nein. Sehr schön. Aber das läuft doch schneller, als ich dachte. Also ich hätte jetzt echt gedacht, dass wir da viel, viel länger für brauchen. Jetzt überlege ich mal, wir hätten noch ein größeres Gebäude gebaut, dann wäre es noch länger. Und wie ich schon sagte, irgendwann müssen wir es machen von so an.
Nee, ist mir jetzt egal. Oh, guck mal, Günni ist wieder da. Günni, unsere Kuh. Viele fragen sich eigentlich, wer Günni ist. Günni ist unsere Kuh. Oder beziehungsweise Günther ist ja unser Protagonist aus Trials Fusion, falls sich einige noch von euch erinnern. Günther war derjenige immer, der noch gewedelt hat, wenn er vom Motorrad gefallen ist. Unser lieber Günther. Und er ist hier in Minecraft auch vertreten. Ja? Günni die Kuh. Warum wird es jetzt auf einmal so urplötzlich hier so dunkel? Das kann ich ja gar nicht leiden. Ich mag keine Dunkelheiten. Ich will nicht hier im Dunkeln arbeiten. Die Hallentür zu. Ja, mach die Hallentür zu. Frische Luft zählt als Urlaubstag. Ich glaube, da haben wir uns genau... Boah, ich sehe hier fast gar nichts. Ich hoffe, im Let's Play kann man ein bisschen was sehen, also auf YouTube, dass man da ein wenig was sehen kann. Und du machst... Mein Gott, mach dich vom Acker, Günni. Mann. Wir buddeln uns hier auch zurecht jetzt momentan. Irgendwie läuft das nicht so geschmiert, wie ich mir das vorgestellt habe, aber wir arbeiten ja hier was ab. Von so an geht's ja eigentlich. Oh, da ist auch schon wieder ein Loch. Na gut, von so an geht's. Solange wir hier genug abarbeiten, ist mir egal, auch wenn man im Block stehen bleibt oder so. Soll mir das eigentlich relativ wurscht sein. Können wir ja trotzdem im Nachhinein immer noch holen. Aber ich sehe schon Licht im Dunkeln. So weit haben wir es ja jetzt auch nicht mehr. Bis zur Ziellinie. Von so an. Ja. Mein Gott, das läuft aber auch jetzt wie am Schnürchen, oder? Jetzt geht's auf einmal. Ich bin der Fliesenleger, ich bin der Fliesenspitter, ich bin der Fliesen-Inspektor und der Fliesenleger, ja. Ich bin alles gleichzeitig da. Und ich lege auch hier wieder eine neue Fliese. Achtung, zack, so. Zack, 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 zack. Da müssen wir auch wieder eine neue legen. Genau. Sehr schön. Ja, mein Gott, was gibt's denn sonst noch so zu erzählen? Ja, momentan, wie gesagt, außer dass ich krank bin, habe ich halt momentan noch nicht so viel auch an, was wollte ich jetzt sagen? Ich habe total vergessen, was ich sagen wollte. Ja, bin ich zu keinen neuen Sachen gekommen, irgendwie großartig, die ich eigentlich erledigen wollte, wie zum Beispiel, die Wohnung putzen oder die Wäsche machen. ja, solche Dinge tue ich auch. Nee, man kommt einfach, wenn man krank ist, kommt man einfach zu gar nichts. Ich meine, auch wenn man arbeiten muss, da kommt man auch zu gar nichts. Ihr werdet mir das wahrscheinlich bestätigen können. Viele, die halt selber noch berufstätig sind nebenbei, wissen das selber. Und ja, wenn man dann so krank ist, dann ist es ganz schön hart. Also dann kann man mich auch schwer treffen, wenn man mich fragt, ob ich krank bin. Ja? Ich bin sehr wehleidig dann. Ich glaube, wir Männer sind da alle sehr wehleidig, wenn wir krank sind. Das ist einfach so. Das ist, glaube ich, das liegt uns. Das wurde uns in den Schoß gelegt in der Wiege. Das ist einfach so. Aber. Nein, nun gut. Ja, es gibt auch tolle Spiel-News, habe ich gesehen. Und zwar gibt es ganz tolle Geheimprojekte, wohl auch für Projekt Morpheus, habe ich wohl gelesen, jetzt vor kurzem noch. Und da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Und die Resident Evil-Macher sind sehr interessiert an VR, an der VR-Brille von Sony. Und da bin ich aber echt mal gespannt, was sie dann daraus machen, ob sie neues Resident Evil daraus bauen. Ey, das wäre echt der Hammer. Das wäre ja mal echt der Hammer. Das wäre ja echt der Knaller, wenn neues Resident Evil auf VR-Basis läuft, so mit Ego-Perspektive, alter Falter. Dann dürfen wir uns auf ein neues Resident Evil freuen, was richtig gut wird. Aber bis dahin wird wahrscheinlich noch ein wenig Zeit vergehen. Und da müssen wir uns noch ein wenig gedulden dann, denke ich mal. So! Ja, wir haben es so gut es geht. Ich würde sagen, so gut es geht, die Hälfte haben wir. Ja, ihr seht's, viel getan haben wir. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet beim nächsten Mal und dann geht's hier fleißig weiter mit dem Abbauen. Also, macht's gut. Tschüss.